Hi zusammen, ich bin Tom. In meinem heutigen Video geht es darum, dass ich mir eine sogenannte Windmaske bzw. auch Sturmmaske gekauft habe, da wir jetzt im Winter doch sehr niedrige Temperaturen haben und auch sehr oft mal der Sturm geht bzw. eben es sehr stark windig ist. Und was auch ein Vorteil ist, zum Beispiel beim Skifahren, wenn man hier so eine Sturmhaube aufhat, ist man rundherum um das gesamte Gesicht schön geschützt und man bekommt die Kälte nicht so ins Gesicht. Gut, so sieht die Maske aus. Ich habe sie gerade von der Post bekommen und jetzt werden wir mal sehen, was das Ding kann. Okay, dann packen wir das Ding mal aus. Okay, macht vom Stoff her schon mal einen ganz guten Eindruck, ist recht sehr angenehm. Material besteht aus 100% Baumwollspandex. Die Marke ist M1, wie man hier sehen kann. Die Maske hat auch hier einen Pollen- bzw. Staubfilter integriert, kann in manchen Situationen auch sicher sehr von Vorteil sein. Was ein weiterer sehr guter Vorteil ist bei dieser Sturmmaske ist, dass sie eben schweißabsorbierend ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim Skifahren einen Helm aufhabt und man schwitzt natürlich logischerweise im Helm drinnen, dann absorbiert dieses Material den Schweiß darin sehr gut. Es ist auch eine sehr hervorragende Belüftung des Gewebes. Ja, also es ist nicht irgendwie die Luft eingestaut. Zur Pflege, man sollte es mit maximal 30 Grad waschen und natürlich keine Bleichmittel verwenden. Gut, setzen wir das Ding mal auf. Okay. Also, ihr seht, hier im Stirnbereich, hier, ja, also das geht sehr weit runter, natürlich auch hier durch die Staubmaske, was hier drin ist, beziehungsweise eben Pollenfilter drin ist, das geht auch hier sehr weit rauf, was natürlich beim Skifahren bei sehr kalten Temperaturen von großem Vorteil ist, weil nämlich die Nase eigentlich immer im Freien ist. Das heißt, wenn man hier jetzt noch einen Helm auf hat, dann passt hier zu dieser Öffnung eben genau die Skibrille darüber und man ist am Kopf zu 100% eben vor sehr großer Kälte oder von Wind sehr gut geschützt und das macht es um einiges erträglicher. So, das, wie ihr sehen könnt, ist zum Beispiel mein Skihelm. Okay, Helm habt ihr gesehen. Setzen wir das Ganze mal auf. Machen das auch zu, so wie es sein sollte, wenn wir dann eben fahren. Und hier, das geht recht weit in den Hals rein. Das heißt, wenn man hier den Skianzug oder die Jacke eben schön zumacht, geht das schön, ist das hier toll geschützt. Jetzt noch die Brille darüber. Und wie ihr sehen könnt, ich bin hier rundherum um das ganze Gesicht überall komplett vor den Temperaturen oder vor dem Wind geschützt. Gut, das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, konntet mit diesem Video etwas anfangen. Wenn ihr Infos dieser Sturmmaske haben wollt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Gebe gerne Infos weiter, wo ich sie bezogen habe, was sie gekostet hat und so weiter. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, macht einen Daumen runter. Oder hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tom.